Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zum Let's Play von Euro Truck Simulator 2. Dadurch, dass ich jetzt dieses Profil lange nicht mehr gezockt habe, weiß ich jetzt so gerade nicht mehr, was mir jetzt gerade wieder vor mir noch eine Fracht oder. Scheinbar schon. Kann das sein, dass das die Fracht ist, die wir letztes Mal abgeschlossen oder noch nicht ganz abgeschlossen haben, wo ich mit in der Szene aufgehört habe? Yep, das ist genau die komische Fahrt hier. Wir haben jetzt eine Tour von 230 Kilometer zu bewältigen. Na, dann fahren wir mal ab dafür. Und fahren dann einen in Iveco. Noch die alte. Na, was denn? Darf ich fahren? Ja. Danke. Wir fahren noch diese alte Iveco-Marke. Was genau? Warte mal, ich muss noch ganz kurz in die Daten schalten. Düngemittel 18 Tonnen nach Dresden zu Euro Akres. Ach so, okay. Okay. Den fahren wir hier. Rot, grün. Vorstelle ist. So, 230 Kilometer kriegt man natürlich auch schnell rum. Allerdings müssen wir erstmal schaffen, aus der Stadt rauszukommen. Das ist natürlich die Voraussetzung. Wir sind in Berlin. Der deutsche Landeshauptstadt Berlin. Komm, fahr schon auch noch drüber. Dankeschön. So, uiuiui. Zieh. Alles klar. Dann ab dafür nach Dresden. Das ist ja auch nicht so eine weite Fahrt, weil ich. Sie ja passt. Okay, scheiße. Falsche Taste. Ja, ist ja gut. Ich hab falsch gedrückt. Ja, wir haben uns von einem selbstständigen Fahrer gesucht. Euro 8 in der Klasse. Ja, bis zu 4500 pro Fracht. Respekt, zwar nicht viel, aber von Anfang reicht. Okay, jetzt sind wir Euro Akris ist und Minimap gleich vorne auf der Straße. Also, unser erstes Jobangebot ist bei Euro Akris. Ich muss bloß mal ganz kurz in die Optionen gucken. Machen wir aus. Okay, ab dafür. Müdigkeitssimulation, das ist mir einfach zu nervig. Jedes Mal anhalten zu müssen, bloß weil er pennen will, das ist mir einfach viel zu auf reißend, auf Raum, das nervt eigentlich einfach nur. Schaffen wir das noch? Ja. Bitte, bisschen Feingefühl. Schnelle fahren, das klappt das doch alles schon. Was bremst du jetzt hier ab? Komm mal, wie schnell ich fahre und ich komme noch auf. Oh, die Kurve. Oh, das sind die neuen Volvos. Die sind richtig geil. Die Dinger. Muss man gefahren haben. Komm, zieh an. Nein, nicht langsamer werden. Nein. Oh, fast 30 km hier hoch. Aha. Alter. Fast 30 km. Das ist mal eine richtig geile Geschwindigkeit von Eckheim. So, ich müsste mich jetzt mal nach in die mittlere Spur einfügen. Kommt da nichts? Nein. Die Frage müsste eigentlich lauten, kommt da was? Nicht, kommt da nichts. Aber es kam, wie man gesehen hat, nix. Ach ja. Also von den Geschwindigkeitsbegrenzungen merkt man noch nicht sehr viel. Würde ich mal sagen.
Also ich merke zumindest nichts. Das ist blöd, wenn man nichts merkt. Alter, wir sind bei knapp 80 km/h. Oh. Jetzt kommt Dünne. Jetzt passe ich ein bisschen auf, falls hier irgendwo Geschwindigkeitsbegrenzung oder irgend sowas ist. Weil damit habe ich schon meine Erfahrung gemacht. Und die Erfahrung, die will ich nicht wieder machen. Unter keinen Umständen. Ach du Scheiße, wir müssten irgendwie mal tanken fahren. Sehe ich gerade. Ja, müssen eigentlich nicht, aber könnten wir mal machen. Dann kommt denn die nächste Tankstelle eigentlich. Wieso konnte ich mir so weit zu fahren? Die Strecke, die sieht kürzer aus wie auf dem Radar angezeigt. Finde ich zumindest. Aber na gut, da kommt das immer alles ein bisschen weniger als wie angezeigt wird. Es kommt halt in kürzer vor. Das Entscheidende ist halt dann, wenn man die Kilometeranzahl sieht, dann weiß man, wie viele Kilometer man noch zu fahren hat auf der Strecke. Aber wir müssen jetzt ohne Scheiß tanken fahren. Der LKW braucht irgendwas zu trinken. Bitte was? Ach so, 104.000, ja, stimmt, aber Wait mal. Haben wir einen Kredit drauf genommen? Das ist jetzt. Ist das ein privater LKW? Ich bin jetzt gerade irgendwie ein bisschen durcheinander hier. Ich bin gerade verwirrt. Ich weiß jetzt nicht, ob das unser privater LKW ist oder ob das jetzt ein Auftrag ist. Aber RUS am Kennzeichen, das kann gar nicht hinhauen. Das ist eigentlich komplett woanders mit angefangen. Das muss ein Auftrag sein. Das werden wir ja jetzt gleich sehen, wenn ich hier am Tank wegfahre. Doch schon Auftrag. Boah, wie klingt der LKW denn? Alter Schwede. Klingt mal vorsichtshalber. Ist aber nicht schlecht, dass man jetzt nach Hause fährst hier. Ich war lieber drinnen, da hab ich meinen Rückspiegel. Da kommt nichts, das ist sehr gut. Och, die Karre, die zieht sowas von dermaßen geil an, also Respekt. Ja, ich bin ein bisschen langsam unterwegs. Man sieht's, man überholt mich. Wenn's bergab geht, dann übt man, wenn man ja sehen, wer hier wen überholt, dann überholt ich die nämlich. Jetzt zieht er mal wieder so ein Quäntchen an. Quäntchen an. Ach, guck mal an. Können wir schon die Bewerbungsfotos hier für den besten Trucker der Nation machen. Boah, was ist denn das jetzt hier? Ey, was ist denn hier los? Erst fahr ich ja schnell, jetzt sind die wieder langsam wie... Oh, Jungs. Ob das eine Kurve ist? Traut euch doch mal was zu. Alter, schreck mich diese... Boah. Na, wie jetzt sein? Fahrt bitte jetzt. Na. Oh, zum Glück. Ich dachte jetzt schon, die fahren hier zu dritt. Nebeneinander. Das ist. Das ist das Letzte, was ich leiden kann. Wenn Autofahrer zu dritt nebeneinander fahren auf der dreispurigen Autobahn. Wenn ich vom Fleck komme.
Ich persönlich vor dem Spiel eigentlich immer unter den Stand schreiben. Auch wenn man sich machen sollte. Was willst du machen? Wenn die eine andere Wahl hast, kannst du keine andere Wahl. Wir gehen auf den letzten 86 Kilometer zu. Jetzt fahren wir 100, wow, 110. Kurve, uiuiui. Oh. Das kann doch mal ganz schlecht ausgehen. Besonders bei einem ein so Dreiachser, ja. So ein Zweiachser. Die rutschen mal schneller aus, also die brechen mal schneller aus, die Hexen. Wenn du da jetzt ein bisschen zu schnell unterwegs bist und eine Hänger dran hast, dann nützt dir das Bremsen mit dem Hänger nichts mehr. Wenn du weg bist, bist du weg. Da hilft der Wende aber nicht mehr. Nur auf, wenn mich zu überholen, ja. Das ist mir voll peinlich. Ich mache mich alle fertig hier. Ich geh krachen, Junge. Also fahren wir doch schon den. Ach so, da können wir nachher wahrscheinlich auf. Ah ja, ich glaube jetzt sicher. Ja, genau, ich hab's wieder. Da können wir uns nachher wieder eigentlich einen eigenen Auftrag annehmen. Weil ich gehe mal stark davon aus, dass ich einen LKW selber fahre. Ich habe das jetzt seit einer Ewigkeit nicht mehr gespielt. Es kann doch sein, dass ich hier einen Auftrag angefangen habe. Schnellen Auftrag. Damit ich erstmal auf einen sicheren Weg bin. Oder Weg gehen kann, was ist. Weil ich habe ja Kredit aufgenommen. Ich glaube, das ist eh bis 2000 Rückzahlung am Tag. Und es kann nur sein, dass ich da jetzt den. Wie mir gezockt. Stelle ich schon einen Auftrag angenommen habe. Und damit ich erstmal auf der sicheren Seite bin, was dieses Kapital, mein Kapital angeht, dass ich nicht ganz so viel abgezogen bekomme. Moment, aber wie viel kriegen wir denn für die Fracht überhaupt hier? 3000 nur! Ja. Was ist denn hier los? Ja, Leute, ich hab einen Auftrag abzuliefern, machen wir ein bisschen hier. Wow. Oh! Ah, ne, doch, das sieht da oben in dem. Spiegel so winzig aus. Hier, ich habe jetzt keine Lust, hier 2 Stunden rumzustellen, ja. Mini Cooper, oder was? Ja. Ah, jetzt geht's wieder bergauf. Jetzt braucht mein Truck wieder Ewigkeiten, Mann zu ziehen, ey. Oh. Also, wir haben letzten 30 Kilometer vor uns. Das soll schon was heißen. Vielleicht nehme ich ja nachher noch einen schnellen Auftrag ab. Mal sehen, was wir alles für Aufträge haben. Muss ich mal gucken. Ich weiß, das ist jetzt aus dem Kopf, ich weiß es auch nicht genau. Oh, konstante 40 fahren wir gerade. Oder sind wir gerade gefahren, je nachdem. Ja Gott, das will ich. Kannst du auch kannst du dir Bähnen-Trick machen oder die Bähne auf länger stellen? Rückenlehne-Trick machen und dann kannst du warten, bis der Truck da oben ist. Längst mit den Füßen, das geht schön, ey. Ein Truck. Oh, Mama mia, ey. Man merkt es aber auch, die Federung, die ist schon viel besser. Wir fahren nach von Euro Akten, ich quatsch von Euro Akris. Nach Euro Akris. Ich weiß nicht, wie die ausgesprochen waren, ob die Euro Akris. Oh, der fährt nochmal schicken, ey. Schicke Farbe. Ich weiß nicht, ob das Euro Acris, Euro Acris oder was auch immer E-Acris ausspricht oder E-Acris oder was, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Wow, 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 wow. Ich muss wieder langsam fort hier. Das
das hinter dem LKW? Nee. Hinter dem LKW, hinter dem Trailer hier oder vor? Das ist vor dem Trailer noch, das ist sehr gut. Ganz kleine Stücke noch. So ist das mal einparken. Ergebnisse anzeigen jetzt. Ja, Level 2. Ja, doch gegönnt, den fahren wir doch. LKW hier. Den hier. Gut, das ist mal gewesen sein für die Folge, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bye bye und auf Wiedersehen und was ist auch immer. Arrivederci, goodbye, was auch immer.